Heute räumen wir mit dem Mythos auf, E-Learning ist mit fremdsprachigen Mitarbeitern nicht durchführbar. What? Mehr dazu nach dem Intro. E-Learning ist mit fremdsprachigen Mitarbeitern nicht durchführbar. Ja, natürlich nicht, wenn es in Deutsch ist und der Mitarbeiter eine andere Sprache spricht. Deswegen muss auch das E-Learning in dieser Fremdsprache sein, was grundsätzlich heutzutage nicht mehr so das Problem sein soll mit Übersetzungsagenturen oder auch zum Beispiel in unserem Fall spricht ja mittlerweile die komplette Menüführung unserer Plattform 41 Sprachen. Und wie Sie vielleicht schon wissen, können Sie auf unserer Plattform auch eigene Inhalte hochladen und die können natürlich dann auch mehrsprachig sein. Also der Mythos stimmt so nicht. Natürlich, es muss in seiner Landessprache sein, was aber viel, 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 viel einfacher ist als wie in einer Präsenzschulung, weil sonst brauche ich auf einmal 10 Trainer oder Dolmetscher in verschiedenen Sprachen. Das heißt, das ist ein klarer Vorteil eigentlich für das Thema E-Learning.